besonderen Konzert. In der schönen Kulisse des kleinen Saals der Leist. Das Konzert steht im Zeichen von Kindern und Jugendlichen. Ganz klar. Überall auf der Welt gibt es Kinder, die Hunger leiden, vor Gewalt fliehen. In den letzten Wochen und Monaten sind aber vor allem Kinder im Gazastreifen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Kinder, die unverschuldet zwischen die Fronten von Gewalt geraten sind. Wir wollen heute Abend die hervorragende Arbeit von UNICEF unterstützen, deren Mitarbeitende sich vor Ort einsetzen. Aber klar ist auch, Gewalt ist ein Thema, das uns alle betrifft, das nämlich oft in unmittelbarer Umgebung stattfindet. Wir müssen gar nicht so weit blicken, um ihre Auswirkungen zu sehen. Deswegen geht es heute auch darum, ein Zeichen gegen Gewalt generell zu setzen, immer und überall auf der Welt. Initiiert wurde das Konzert von uns, den coolen Elbstreichern, die für ihr Vorhaben vielfältige Unterstützung bekommen haben. Die Paula Stiftung trägt die gesamten Kosten des Konzerts, wofür die coolen Elbstreicher mit ihrem Verein Menschmusik e.V. unendlich dankbar sind. Was wäre ein Konzert ohne Special Guests? Alle Mitwirkenden treten heute Abend übrigens wirklich ohne Gage auf. Ein großes Dankeschön an Stefanie Hundermark und Bo Hart. Natürlich auch an alle anderen Mitwirkenden. Ich bin tatsächlich regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen im Gazastreifen vor Ort und leider kann man das auch nicht schönreden. Die Worte, die die Kolleginnen und Kollegen in den Mund nehmen, sind wirklich, es ist die Hölle auf Erden für Kinder. Es ist wirklich katastrophal und jeder Tag, ich glaube, das können wir uns alle, die so ein bisschen die Nachrichten verfolgen, auch vorstellen, ist ein Kampf ums Überleben. Es gibt einfach keinen Ort, der für die Kinder im Gazastreifen im Moment sicher ist. Viele haben Angehörige verloren, viele gehen nachts zu Bett und wissen nicht, wie sie einschlafen sollen, weil es rund um sie herum immer wieder Bombardierungen gibt, weil sie vielleicht wieder erneut fliehen müssen. Im Moment sind aufgrund der Offensive in Rafah 1,7 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind fast so viele Menschen wie in ganz Hamburg, das muss man sich mal vorstellen. Und die meisten davon, die Bevölkerung in Gaza, jeder zweite Mensch in Gaza ist ein Kind. Und deswegen kann man sich nur annähernd vorstellen, wie schwierig die Lage dort ist. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, dass das Geld am Ende doch in den Taschen der Hamas landet. Ist da etwas dran? Ganz klar nein. Man muss natürlich sagen, dass die Organisationen, humanitäre Organisationen immer mit allen Konfliktparteien in Kontakt sein müssen, weil wir einfach die Sicherheitsgarantien benötigen, damit wir die Hilfe von A nach B bringen können. Dazu gehört es, dass man im Dialog ist. Aber für UNICEF gilt immer der Grundsatz, ganz gleich in welchem Land, in dem wir arbeiten, es gibt kein feindliches Kind. Und wir ergreifen nur Partei für Kinder, nicht für eine der Kriegsparteien. Und deswegen kann ich ganz klar sagen, nein, die Hilfe geht nicht an die Hamas, sondern kommt dort an, wo sie benötigt wird. Und das ist bei den Kindern und den Familien. Stars shine bright.
Ministerin. Zwischenstand ist, dass wir 950 Euro schon in den Boxen hatten. Die haben schon fleißig ausgezählt hinter der Bühne. Gesa, wir haben schon 950 Euro zusammen. Und über den QR-Code sind bereits auch schon 900 Euro zusammengekommen. Wieso hast du denn so spontan zugesagt? Weil ich Steffi so mag. Das verstehe ich. Ich finde diesen Aufruf Musik gegen Gewalt großartig. Gebt den Kindern, wie du Liebe. Gemeinsam friedlich leben. Hier leben Muslime, hier leben Juden, hier leben Christen, hier leben Kommunisten mit AfDlern zusammen und wir kriegen es ganz gut hin. Und das ist für mich die Botschaft für dieses Gewaltlose. Lass uns streiten in Worten und auch heftig, aber bitte lass die Waffen zu Hause und findet irgendwelche durch Abstimmung, findet irgendeinen Konsens, dass wir friedlich miteinander leben können. Gewalt, egal wo man hinschaut, sei es jetzt im Gazastreifen, wo wir ja hinspenden, oder in Israel, in der Ukraine, aber natürlich auch hier in Deutschland. Ein Beispiel ist zum Beispiel eben der Antisemitismus, der gerade wieder ganz stark ansteigt und so stark ist wie lange nicht mehr. Thank you.
Thank you.